Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute mit einem Teamvideo, nämlich mit Sarah Hoffmann. Sarah ist Sales Managerin hier bei American Limited und erzählt uns in diesem kleinen, aber feinen Video so ein bisschen was zu ihrer Person, seit wann du hier bist und natürlich, wie du am liebsten reist. Also, ganz viel Spaß bei unserem Teamvideo. Sarah, vielen lieben Dank. Schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Und dir? Ja, alles bestens. Ich freue mich, dass du hier bist. Und wir wollen heute, ich habe es im Intro schon kurz gesagt, natürlich so ein bisschen was über die Person hier bei American Limited kennenlernen. Dich als Sales Managerin. Erzähl doch mal ganz kurz, seit wann bist du im Unternehmen und so ganz grob umrissen in ein, zwei Sätzen, was machst du hier? Genau, also ich bin jetzt seit 5 Jahren und tatsächlich ein paar Monaten schon bei American Unlimited. Ich bin Sales Managerin, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, und da gehört unter anderem das Planen, Buchen von Traumreisen, individuell maßgeschneidert für unsere Kunden im täglichen Geschäft dazu. Genau. Cool, heißt also die Kunden, die erreichen dich oder die Kunden haben die Möglichkeit, mit dir ihre Traumreise zu buchen. Genau. Wie ist es denn, ich will nicht fragen, dazu gekommen, sondern was liebst du so am Reisen, dass du hier bist? Ja, also für mich sind es tatsächlich die kulturellen Erfahrungen, aber auch einfach neue Orte, neue Städte, Natur, alles zu entdecken, was man noch nicht gesehen hat und in der Form noch nicht kennt. Genau, die kulturellen Erfahrungen und auch einfach, ja, für mich besonders auch das Regenerieren in der Natur, Abschalten, genau. Tim, jetzt hast du eben gesagt, kulturell, Reisen in der Natur, hast du irgendwie, ich meine, Kanada, USA sind natürlich, also das ist ja Natur pur. Hast du so ein paar Orte, wo du sagst, da fühle ich mich wie ein anderer Mensch oder da fühle ich mich wohl auf Reisen, weg von zu Hause? Das sind so meine Lieblingsorte. Also tatsächlich in Nordamerika gibt es da schon ein paar. Am meisten hat mich damals der Zion National Park in Utah umgehauen. Also es war tatsächlich mein erster so richtiger Nationalpark in den USA und ich war einfach begeistert davon, was es für gigantische Landschaften da gibt. Super hat mir auch der Mount Rainier National Park in der Nähe von Seattle gefallen. Auch da hatte ich gar nicht damit gerechnet, diese imposante Natur, was mich da letztendlich erwartet. Und es ist halt wirklich auch klar, da sind andere Wanderer, da sind andere Reisende, keine Frage. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, einfach so viel zu entdecken, zu entspannen. Und auch die Amerikaner selbst, die sprechen mit einem, die quatschen mit einem auf den Wanderwegen. Also es ist nicht nur Natur, man lernt auch ein bisschen was über Land und Leute, die da sind. Definitiv sind das so zwei Orte, genau. Ich war auch mal im Winter in Jasper, so ein bisschen mit Winteraktivitäten. Das war auch total toll. Ist natürlich auch im Sommer ganz schön. Steht noch auf der To-Do-List im Sommer, genau. Jasper bin ich tatsächlich ziemlich neidisch. Ich war mal da, ist aber schon echt ewig lange her, als Kind tatsächlich, aber nicht im Winter. Okay. Würde ich gerne mal machen. Ja. Vielen Dank für das Teilen der Einblicke. Zum Abschluss noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen. Bist du auch vorbereitet? Nö, ich lasse mich aber gerne überraschen. Einfach so, um so ein bisschen dein Reiseverhalten so ein bisschen kennenzulernen. Bist du lieber in den Bergen oder am Meer? In den Bergen. In den Bergen, okay. Warum? Weil ich gerne wandere, weil ich die Natur genieße. Also es gibt natürlich auch viele schöne Strände, wenn dann eher die rauen Strände gefallen mir sehr gut. Jetzt nicht so diese klassischen Badestrände, eher ein bisschen was Wildes. Also ich stehe auf Natur. Okay, dann hat sich die zweite Frage vermutlich auch erübrigt. Pool oder Strand? Strand. Strand, ganz klar, sehe ich auch so. Koffer oder Backpack? Koffer. Koffer, mhm. Und würdest du lieber einen ganzen Tag im Auto sitzen oder einen ganzen Tag im Flugzeug sitzen? Um dahin zu kommen oder vor Ort? Das überlasse ich dir. Tatsächlich finde ich beides in Ordnung. Also okay. Ich fliege gerne lange, um an spektakuläre Orte zu kommen, aber ich mache auch sehr gerne einen Roadtrip, wo ich auch einen ganzen Tag im Auto sitze und einfach durch spektakuläre Landschaften fahre. Also, genau. Beides. Ja. Kann man so unterschreiben. Vielen lieben Dank, Sarah. Und für euch, ihr habt es gehört, Traumreise buchen mit dir. Ja. Also, wenn ihr was habt, meldet euch gerne. Und ansonsten, vielen lieben Dank. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ja.